Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal zu einer neuen Ausgabe von Schoki-Banoki Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Sascha, Christian und das Geburtstagskind des Tages ist Rick Parfitt. Wer ist das denn? Rick Parfitt oder wie wir Freunde Ricky. Ricky. Richard John Parfitt mit bürgerlichem Namen. Ja, das haben wir immer noch nicht. Brite? Immer noch nicht. Gitarrist? Also ja, wahrscheinlich kennt man den nicht, weil er nicht Leadsänger ist, okay? Ja. Status Quo. Och, Status Quo. Ja. In the Army now. Whatever you want. Und er hat immer, und er hat immer das gemacht. Genau. Das der hat das gemacht. Der singt whatever you want und er macht nie. Genau, der ja. Rick Parfitt hätte heute Geburtstag. Kannst du dir mal vorstellen? Ja. Also der ist gestorben. Richtig trotzdem so auf. Der ist gestorben. Ja. Musst du dir mal vorstellen. Da wirst du weltbekannt, indem du die ganze Zeit nur so machst. Ja. Der singt, der macht und tut und der steht im Hintergrund und macht. Und dann bist du so bekannt, dass du ihn sogar noch hier vorliest. Ja, genau. An dem Tag hier, als wenn es hier am 12. Oktober nichts genau. Besseres gäbe, genau. Als dass der Rick Parfitt. Rick Parfitt. Parfitt, was ist bescheuert? Richard John für ein bescheuerter Name, Parfitt. Ja. Komm mal hier, ihr zwei, ich mache euch fit. Ihr seid ein Parfitt. Egal. Bescheuert. Ja. Der Witz war schon doof. Okay, machst du bitte weiter. Am 12. Oktober 1999 ja. Ist nach der Berechnung der Vereinten Nationen die Marke von 6 Milliarden Menschen an diesem Tag überschritten worden. Geknackt worden. Genau. Wann war das? 12. Oktober 1999. Okay. Ja. Okay. Krass. Mittlerweile gibt es ja über 8 Milliarden, glaube ich, oder sowas, ne? 7. 7, 8, 9? Ach, könnt ihr das mal gerade recherchieren, bitte? Wie viele Comments gerade? In die Comments. Wie viele Menschen haben wir denn gerade auf der Welt? Ja, auf jeden Fall mehr als 6 Milliarden, weil das war schon 1999. Ach, jetzt sind wir doch nicht bei 8. Sind wir doch jetzt nicht bei 8. Guckt das mal bitte einer nach gerade und schreibt es unten rein. Genau, danke. Das wäre cool. So. Danke. Ja. 1971, am 12. Oktober, wird das Rockmusical Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. Hast du gesehen? Ich habe das Buch gelesen. Das Buch gelesen? Nein, ich habe es nicht. Ja, ich kenne die Musik, aber ich war nicht im Musical. Weder in New York noch in einem anderen Aufzug. Ich habe alle Bücher gelesen. West Side Story, Sunset Boulevard habe ich alle gelesen. Ja. Rocky Horror Europa. Picture Show habe ich gelesen. Ja. Ja, also die Bücher sind viel besser. Ja, also es gilt wie immer, das Buch ist viel besser. Das Buch ist viel besser, genau. Ja. Das habe ich immer gehasst, wenn Leute sagen, hast du in den Film gesehen? Nee, ich habe das Buch gelesen. Ja. Das gibt einem so viel mehr. Ja, ja. Das sind so viele Details, die im Film gar nicht. Im Film ist es ganz falsch wiedergegeben. Das glaube ich ja, aber für faule Menschen wie mich ist es halt wesentlich angenehmer. Deswegen, ich liebe Hörbücher, dass ich diese Anstrengung des Selbstlesens nicht habe. Anstrengung? Das ist doch keine Anstrengung. Hast du Nummer 5 lebt gesehen? Ja. Der hat schnell gelesen. Vrr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 r